Ja, hallo und ahoi. Mein Name ist der Björn Thomas hier aus dem wunderschönen Lieblingsplatz in Elbe-Parey. Ich bin der Geschäftsführer dieses wundervollen Resorts hier in Sachsen-Anhalt. Und wir haben uns seit ungefähr 15 Jahren uns zum Ziel gesetzt, dass wir besondere Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Wasser anbieten. Und so ist auch unser neues Projekt, was mittlerweile seit 6 Jahren von uns begleitet wird und auch ja, nicht nur geboren ist, sondern eben halt auch entwickelt wurde, entstanden, da wir gemerkt haben, schon von Beginn an unserer Karriere hier in Sachsen-Anhalt an diesem wunderschönen Kühnschen Loch am Mühlensee, dass die Gäste es mögen, auf dem Wasser zu verweilen, hier ihre Freizeit zu verbringen und eben halt auch ihren Ruhepol zu finden. Und mit den verschiedenen Projekten, die wir hier umgesetzt haben, waren wir sensibilisiert, was der Gast, der Kunde gerne möchte und haben die Erfahrung gemacht, was möchte der Gast, um sich wirklich wohlzufühlen. Und so waren wir auf der Suche nach Partnern, nach Projekten, um noch was Kreativeres zu finden, was Einzigartigeres, womit man nicht nur auf dem Wasser übernachten und verweilen darf, sondern auch sich auf dem Wasser bewegen darf, unsere wunderschönen Elbauen hier in der Region erleben darf, aber auch das Brandenburger und Berliner Land. Im Jahre 2018 waren wir dann bereit für ein neues Projekt. Und zwar haben wir uns fokussiert auf bewegliche, schwimmende Apartments und haben da nach einem Partner gesucht, der unsere Wünsche eben halt dort umsetzt. Und ja, durch einen Geschäftspartner kamen wir nach Berlin auf den Wannsee und wir durften den Peter Schmidt, der gebürtige Erfurter ist, kennenlernen. Peter hat sich irgendwann verliebt in eine junge Dame aus Klaipeda. Und hat jetzt dort seinen Lebensmittelpunkt und setzt dort all unsere Wünsche um. Ja, hallo und ahoi aus Parey, auch von mir. Ich bin der Nils, der Sohn von Björn, und habe mich schon während meiner Lehre im technischen Bereich viel mit dem Thema Luxboot auseinandergesetzt. Vor ca. 2 Jahren hatte ich dann auch selbst die Chance, den Peter in der Werft in Litauen vor Ort mal kennenzulernen. Ja, und bei uns hat von Anfang an die Chemie wirklich gestimmt und da hatte mir der Peter wirklich eine herzergreifende, zugleich aber auch schöne Geschichte erzählt. Und zwar sah ich ein paar Pontons in der Werft stehen, wo ein Aluminiumrumpf, eine Aluminiumkonstruktion drauf gebaut war. Und ich fragte ihn, was das für ein Boot ist oder was daraus werden soll. Ja, und Peter erzählte mir dann, dass sein Schwiegervater damals die Grundidee mit dem Luxboot hatte. Dieser ist leider wirklich schnell schwer erkrankt und ist dann auch zeitnah leider von uns gegangen. Und Peter hat sich diese ganze Materie Luxboot als seine Lebensaufgabe angenommen und wollte trotzdem diese ganze Geschichte weiterführen und daraus ein perfektes Boot zaubern. Ja, hat mich wirklich sehr berührt und hat die ganze Geschichte auch sehr authentisch gemacht mit ihm. Ja, nachdem ich mich vor Ort selbst von der Qualität der verbauten Materialien im Boot überzeugen konnte, stand für uns fest, dass eine gemeinsame Zukunft mit Peter außer Frage steht. Unser komplett begehbares Sonnendeck, unsere großzügige Treppe und die darauf folgende Outdoor-Küche bietet total viel Platz für schöne Grillabende in der Abendsonne. Man kann nicht nur in der Küche den Meerblick genießen, sondern kann auch am Kapitänsstand während der Fahrt durch unsere großen Schiebelemente die Seeluft genießen. Auch an den kalten Wintertagen lässt es sich in unserem gemütlichen Wohnzimmer wunderbar aushalten. Mit unserer geschützten Form wollten wir nicht den typischen Hausbootcharakter vermitteln, sondern wollten Yacht- und Hausbootcharme miteinander vereinen. Nachdem wir unseren Prototypen
in den letzten Jahren weiterentwickeln durften und konnten, haben wir selbst die Erfahrungswerte in der Verscharterung und selbst als schwimmendes Ferienapartment mit einfließen lassen und haben jetzt oder können jetzt mit Stolz sagen, dass wir ein wundervolles Boot kreiert und geschaffen haben.